Woran erkennt man die wahre Liebe bei Männern? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dagus Kemadeva und die Frage nach der wahren Liebe beschäftigt mich seit mittlerweile fast 30 Jahren, so ziemlich mein ganzes Leben. Mittlerweile auch seit über 10 Jahren beruflich. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren Flirt- und Dating-Coach für Frauen. Und in diesem Video möchte ich mich der Frage, woran erkennt man die wahre Liebe, mal etwas stellen und vielleicht sogar diese Frage beantworten. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, woran du als Frau erkennen kannst, ob ein Mann dich wirklich liebt. Und da kann man sich natürlich Fragen stellen, wie wertschätzt er dich, behandelt er dich gut, hält er sein Wort dir gegenüber? Also wenn er sagt, hey, wir fahren in 2 Wochen in Urlaub, fahrt ihr auch in Urlaub oder kommt immer was dazwischen? Sagt er Dates kurzfristig ab? Möchte er nur Sex mit dir und sonst nichts und so weiter und so weiter? Ich bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass all diese Fragen eigentlich die Frage nach der wahren Liebe nicht beantworten können. Warum ist das so? Liebe ist erstmal kein festes Konzept. Liebe ist erstmal ein Konstrukt aus Gefühlen, aus Überzeugungen, aus Erfahrungen, aus Meinungen, aus Glaubenssätzen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wann fühlst du dich besonders geliebt? Dann würdest du vielleicht etwas sagen wie, naja, wenn ich abends nach Hause komme und er wartet auf mich und die Wohnung ist aufgeräumt, dann merke ich, dass er mich wirklich liebt. Oder wenn er mich danach fragt, wie mein Tag war. Oder wenn er mir ab und zu Blumen nach Hause bringt. Oder wenn er mich zum Essen einlädt. Oder wenn er sich wirklich dafür interessiert, wie es mir geht. Oder wenn er sich gut mit meiner Familie versteht. Oder was auch immer. Es gibt also ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dafür entscheiden, wann wir uns geliebt fühlen und wann nicht. Genauso gibt es natürlich unter dem Begriff der Liebe unendlich viele Definitionen. Wenn man sich mal Zeit nimmt und genau definiert, was bedeutet partnerschaftliche Liebe für mich, wird man da eine sehr individuelle Definition finden. Denn partnerschaftliche Liebe, familiäre Liebe, Liebe zu Freunden, Liebe zu Dingen, das alles beschreiben wir mit dem Wort Liebe. Ich liebe dieses Essen, das ist mein Lieblingsessen. Oder ich liebe diesen Typen einfach. Oder ich liebe diese Frau. Oder ich liebe diesen Komiker. Ich liebe dieses Auto. Oder ich liebe den Gedanken, irgendetwas zu haben oder nicht mehr zu haben. All das beschreiben wir mit Liebe. Deswegen ist es schwierig, allgemein zu definieren, woran du erkennst, ob es die wahre Liebe ist. Denn du musst erstmal definieren, was genau ist wahre Liebe für dich? Wann ist es für dich individuell nicht einfach nur Liebe, sondern wahre Liebe? Diese Faktoren musst du für dich entdecken. Wann fühlst du dich geliebt? Wie soll jemand mit dir kommunizieren, um dafür zu sorgen, dass du dich geliebt fühlst und so weiter? Da gibt es einen ganzen Fragenkatalog, den man sich stellen kann, um das mal genauer zu erläutern. Unter anderem habe ich das auch in meinem Buch gemacht, Finde deinen Traummann, wie du erkennst, wer der Richtige für dich ist und ihn auch bekommst, kannst du dir bei Amazon ziehen. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die dir dabei helfen, dich selbst besser kennenzulernen. Denn das ist das, was am Ende des Tages zählt. Denn die Art von Beziehung, die ich mit meiner Partnerin führe, funktioniert für meine Partnerin und mich sehr gut. Ich weiß aber, dass meine besten Freunde eine ganz andere Art von Beziehung führen müssen, führen wollen und auch führen sollten und dürfen, damit sie glücklich werden. Das heißt, meine Partnerin und ich, wir haben regelmäßig, auch 1-2 Mal im Monat, so Zeiten, wo wir uns auch ein paar Tage am Stück einfach gar nicht sehen, obwohl wir zusammen wohnen. Das funktioniert für uns sehr gut, für jemand anderen funktioniert das nicht. Für mich ist es aber ein Zeichen dafür, dass es für uns individuell wahre Liebe ist, weil sie mir den Freiraum gibt, auch mal mit meinen Jungs alleine in Urlaub zu fahren oder andere Sachen eben zu machen. Und das ist meine persönliche Definition. Was ist deine persönliche Definition? Ich würde mich freuen, wenn du deine persönliche Definition von Liebe einfach hier unterhalb des Videos in die Kommentare reinschreiben könntest, damit wir da ein bisschen ja mal drüber sprechen können und vor allem damit auch andere Frauen sehen können, was wahre Liebe noch sein kann. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, wann du dich geliebt fühlst. Lass uns darüber reden.
einfach unterhalb dieses Videos in die Kommentare schreiben. Falls du es nicht sowieso schon gemacht hast, abonniere doch meinen Kanal, damit du auch weiterhin zusätzliche Videos von mir bekommst, ganz viele andere Videos von mir bekommst und wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.